Wenn ich ganz kurz etwas zu meiner eigenen Person sagen darf, ich bin Kanadier, war in Kanada Lehrer für Biologie, für Geographie mit Schwergewicht Geologie und für Geschichte. Ich habe dann, nachdem ich einige Jahre an der Schule gearbeitet habe, habe ich eine Fortbildung gemacht, 3 Jahre, habe ich Theologie studiert in Kanada und bin in dem Zusammenhang nach Europa gekommen für einen praktischen missionarischen Einsatz. Dort habe ich eine Schweizerin kennengelernt und deswegen bin ich überhaupt hier in Europa. Meine Frau ist Schweizerin, 36 Jahre sind wir verheiratet. Wir haben einige Jahre unter tibetanische Flüchtlinge in Nordwestindien und in den Himalayas gearbeitet. Meine Frau wurde sehr, sehr krank, wir mussten nach Hause. Und da haben wir eine Arbeit angefangen hier in Europa unter jungen Menschen. Zuletzt in Deutschland 3 Jahre, 2 unserer 4 Kinder sind hier in Deutschland geboren worden. Wir haben unter drogengefährdete junge Menschen gearbeitet in der Pfalz. Viele dieser jungen Leute hatten gute Fragen, Fragen, die mit Schöpfung und Evolution, Glauben und Denken, Bibel und Wissenschaft zu tun hatten. Und so habe ich angefangen, für diese jungen Menschen Vorträge vorzubereiten. Daraus ist eine Tätigkeit geworden, die ich jetzt seit 25 Jahren ausübe. Ich halte etwa 5 Vorträge pro Woche in Schulen, in Freizeiten wie hier, auch in Gemeinden, Jugendgruppen und so weiter. Heute Nachmittag unser Thema, lass die Fakten sprechen über die Herkunft des Menschen. Wenn wir 2 Menschen sehen, die sehr ähnlich aussehen wie diese beiden Kinder, dann könnte man meinen, sie wären miteinander verwandt. In diesem Fall stimmt es auch. Wir haben die Geburtsurkunden. Wir können uns beweisen, das sind 2 unserer 4 Kinder vor vielen Jahren. Sie heiratete nächsten Samstag. Sie ist fast 30 Jahre alt. Sie sind deshalb ähnlich, weil sie verwandt sind. Nun, wenn Ähnlichkeit ein Hinweis sein kann auf Verwandtschaft, wie steht es mit diesen beiden? Die sind auch sehr ähnlich, der Mensch und der Schimpanse. Das ist übrigens der Schimpansen hier. Die sind nicht nur im Skelettbau sehr ähnlich, auch Blut, Immunsystem, ja, sogar Verhalten gibt es deutliche Ähnlichkeiten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Wissenschaftler über die Jahre auf die Idee gekommen sind, sie müssten doch irgendwie miteinander verwandt sein. Könnten wir die Lichter hier oben ausschalten? Weil wir haben ziemlich viel Lichteinfall von diesen 3 Fenstern hinten. Und da bin ich froh für jedes bisschen Dunkelheit. So ist es eben nicht verwunderlich, dass viele Wissenschaftler auf die Idee gekommen sind, sie müssten doch irgendwie miteinander verwandt sein. Früher, vor mehr als 100 Jahren, dachte man, vielleicht sind die Menschen direkt von den Schimpansen abgestammt. Aber unterdessen geht man von einer ganz anderen Überlegung aus, dass der Schimpanse, aber auch der Gorilla und der Orangutan teilen mit den Menschen einen gemeinsamen Stammbaum. Nun, von diesen 3 Großaffen ist der Orangutan dem heutigen Menschen am wenigsten ähnlich. Und so geht man davon aus, dass der Familie Orangutan früher von der gemeinsamen Stammbaum abgezweigt ist. Das heißt, Affen haben Merkmale entwickelt, die Richtung Orangutan gehen. Und weil sie früher abgezweigt sind, haben sie eine längere Zeit, um eine unabhängige Entwicklung zu machen. Und sind sie deshalb weniger ähnlich als Schimpansen und Gorilla, die nach dieser Vorstellung später abgezweigt sind. Und dann geht man davon aus, dass bestimmte Affen menschliche Merkmale, wie zum Beispiel die Fähigkeit aufrecht zu laufen, entwickelt haben und von daher immer mehr Merkmale bekommen haben, die wir kennen heute beim Menschen. Und so sind aus affenähnlichen Vorfahren Menschen geworden durch eine evolutionistische Entwicklung. Man rechnet auch mit Sackgassen der Evolution, also irgendwelche Linien, die zu nichts hingeführt haben, die sind dann ausgestorben. Nun, wenn dieser Stammbaum stimmt, dann müsste man eigentlich einige der Vorfahren als Fossil finden können. Denn man hat schon von mehr als 90% aller Lebewesen mit einem Wirbel Fossilien gefunden. Und wenn es Übergangsformen gegeben hat, würde man mindestens einige von diesen finden müssen. Auch bei uns hier in der Nähe von Stuttgart gibt es Fossilien. Ich habe einen Kollegen, der kontrolliert Baustellen für ein Museum in Stuttgart, denn die Bauleute müssten eigentlich solche Funde melden. Das ist ein Steinzeitgrab gewesen.
Aber die Bauleute wissen, wenn sie das melden, da gibt es Baustopp und so und Notausgrabung. Und so manchmal wird es schnell wieder zugemacht und deswegen wird kontrolliert. Und wir sind fündig geworden. Und bevor dieses fossilen Schädel, so ein ganzes Grab, eigentlich mehrere Gräber, bevor das verschwindet ins Museum, möchte ich zeigen, was man mit einiger Sicherheit an Tatsachen anhand von so einem Fossil feststellen kann. Man kann das Geschlecht bestimmen, war das Mann oder Frau. Teil von einer Ausstellung an dem Naturhistorischen Museum in Basel vor einigen Jahren. Ich habe bei der Gelegenheit etliche Fotos gemacht für den Vortrag. Schädel von einem Mann, Schädel von einer Frau, 7 Unterschiede. Ich denke, die Frauen haben schon längst festgestellt, dass Männer andere Schädel haben. Jetzt haben sie es einmal wissenschaftlich gehört, das stimmt auch. Männer haben andere Schädel, Frauen auch. Auch bei den Affen kann man das Geschlecht bestimmen. Das ist der Schädel von einem männlichen Orangutan, dass es ein Männchen ist, sehen die Fachleute an dem erhöhten, knochrigen Kamm. Die Weibchen dieser Art haben diese Erhöhung nicht. Also, sowohl bei Affen wie auch bei Menschen kann man bei einem gut erhaltenen Fossil auch das Geschlecht bestimmen. Gehen wir zurück zu der Schädel in der Baugrube. Was kann man auch feststellen? Man kann das ungefähre Alter dieser Person bei seinem Tod feststellen. War das ein Teenager? War das ein Greis? Die Zähne geben Auskunft, aber auch die Nähte oben auf dem Schädeldach. Wir schauen den Schädel jetzt von oben an. Da sind die Oberaugenwülsten und hier der Hinterkopf. 3 deutliche Nähte, das bedeutet beim Tod, wo natürlich jegliches Wachstum dann aufhört. Beim Tod war diese Person noch ziemlich jung. Woher stammen diese Nähte? Wenn ein Kind geboren wird, müssen diese Schädelplatten beweglich sein, denn der Kopf wird bei der Geburt im Geburtskanal eng zusammengedrückt und geht nachher wieder auseinander. Und da gibt es bei jedem von uns, kurz nach der Geburt, unter unserer Kopfhaut, die Fontanelle, diese Öffnung. Aber das schließt sich ziemlich schnell und nach die Nähte. Also, hier der Schädel von einem 5-jährigen Kind. Die Fontanelle ist zu, die vordere Naht ist zu, aber die 3 hinteren sind deutlich sichtbar. Bei einem 40-jährigen hingegen ist die Mittelnaht hinten verwachsen und bei einem 70-jährigen sind alle Nähte geschlossen. Also, einige der Schwestern hier können sich trösten lassen, ihr habt keine Risse mehr im Schädel. Also, auch bei den Fossilien kann man so ungefähr das Alter bestimmen, nicht? Das heißt, das Alter beim Tod, nicht das absolute Alter. Wir werden gleich sehen, dass man eigentlich nicht sagen kann, vor wie vielen Jahren ist diese Person gestorben. Aber das kommt noch. Nun, wenn man ein Fossil findet, dann ist die Frage, haben wir hier mit einem Menschen oder mit einem Affen zu tun? Was meint ihr? Ist das der Schädel von einem Menschen oder von einem Affen? Ich denke, manche haben ein bisschen subjektiv beurteilt. Die haben gedacht, mein Großvater hat nicht so ausgesehen, also das kann kein Mensch sein. Aber da habt ihr euch geirrt, denn das ist eindeutig der Schädel eines Menschen. Ohne Wenn und Aber. Wieso können wir das feststellen? Wir drehen den Schädel um, wir schauen ihn von unten an. Dieser Schädel ist heute aufbewahrt in dem British Museum in London. Es ist sehr zerbrechlich, deswegen ist es ausgeschäumt mit einem schwarzen Schaumstoff. Und das Siegel von dem Museum ist hier eingebettet in diese natürliche Öffnung. Das ist die Öffnung, wo der Wirbelsäule mit dem Schädel verbunden ist. Dort, wo die Nerven und die Blutgefäße vom Rückengrat und der Schädel hineinlaufen. Nun, das ist eine Brückstelle, hier ist auch ein Teil weggebrochen, hier auch, aber das ist die natürliche Öffnung. Wenn das der Schädel von einem Affen gewesen wäre, wäre die Öffnung weiter hinten, denn der Schädel bei einem Affen sitzt weiter hinten auf der Wirbelsäule, deswegen ist die natürliche Kopfneigung mehr nach unten, er schaut mehr auf den Boden, ja, und beim Menschen ist mehr in der Mitte, schaut mehr geradeaus. Dann haben wir weitere menschliche Merkmale, der parabolisch abgerundeten Zahnbogen. Sehr typisch für Mensch, nicht viereckig wie bei einem Affen.
Und dann haben wir keine ausgesprochene Eckzähne, wie die Affen das haben. Jetzt wollen wir vergleichen mit einem Affen. Weiß jemand, was das für ein Affe ist? Sagen Sie es laut, wenn Sie meinen, Sie wissen, was das für ein Affe ist. Pavian, jawohl. Und wenn Sie nicht wissen, was Pavianen sind, das sind Pavianen. Jetzt wollen wir diese Pavianschädel von unten anschauen. Jawohl. Hier ist die Öffnung weiter hinten. Ja, nicht in der mittleren Position. Dann haben wir, bitte, irgendjemand filmt oder was hier, es kommt immer ein rotes Licht, ich bitte Sie aufzuhören, es tut mir leid. Dann haben wir hier die Backenzähne, die sind parallel zueinander, das Ganze wirkt viereckig, nicht parabolisch abgerundet, wie beim Menschen. Dann haben wir die Eckzähne, und vor allem dann typisch für Affen sind die Lücken für die Eckzähne, die von unten nach oben kommen, ja, hier. Da braucht es eine Lücke. Auch hier hinter dem Zahn ist eine Lücke. Nun, nicht jeder Aff hat so lange Eckzähne wie ein Pavian. Hier der Schädel von einem weiblichen Orangutan. Aber man sieht die Lücken. Überhaupt die Zähne von einem Affen sind mehr verzahnt als die Zähne von Menschen. Und so, wenn man ein Fossil findet und alles spricht dafür, dass es ein Aff ist, dann bekommt es den wissenschaftlichen Namen Pithecus. Also wenn ihr in diesem Vortrag den Begriff Pithecus hört, dann könnt ihr gleich schalten, Aff. Und zumal dieser in Indien gefunden wurde, hat man einen indischen Göttername damit verbunden, Shiva, Shiva Pithecus. Wobei manche Wissenschaftler sagen, wir brauchen dem gar keinen neuen Namen zu geben, das ist ein Orangutan. Und auf jeden Fall wird es in der Familienlinie der Orangutan untergebracht, zusammen in diesem Stammbaum mit einem ausgestorbenen Seitenlinie, ebenfalls in Indien gefunden, Rama, der Gott Rama, Pithecus, verwandt mit dem Orangutan, aber entwickelte sich nicht weiter. Nun, interessant für uns wären natürlich die Fossilien hier, wo man sehen könnte, ob menschliche Merkmale sich entwickeln. Bevor wir aber auf diese Seite vom Stammbaum gehen, wollen wir einfach einmal hören, was ein führender Evolutionist von der Universität Zürich sagte. Dr. Schmid sagte, Fossilien tragen keine Etiketten. Und was meint er damit? Fossilien tragen keine Etiketten. Bei meinen Kindern kann ich die Verwandtschaft beweisen, wir haben die Geburtsurkunden. Hier gibt es keine Geburtsurkunde, hier gibt es keine Etiketten. Wir Menschen geben den Etiketten. Wir sagen, das ist ein Pithecus. Wir sagen, der ist mit Orangutan verwandt. Wir finden ihn an keinem Stammbaum hängen. Wir finden diese Fossilien in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Gesteinsschichten. Und wir tragen die Fossilien aus der halben Welt zusammen und sagen, der eine gehört hier, und der andere gehört hier, und der andere gehört hier. Aber das ist ein menschliches und erfangen nicht. Fossilien tragen keine Etiketten. Wir geben die Etiketten. Wir interpretieren. Wir müssen unterscheiden also zwischen den Fakten. Das sind die Fossilien. Das sind Tatsachen. Aber unterscheiden zwischen diesen Fakten und die Art und Weise, wie sie interpretiert werden. Und da gibt es keine Einheit innerhalb der Evolutionslehre in Bezug auf die Interpretation von den Fossilien. Das kann ich euch sagen als ehemaliger Evolutionist. Schon damals ist mir aufgefallen, dass die Evolutionslehre nicht einheitlich ist. Die Fossilien werden ganz unterschiedlich von Evolutionisten selber interpretiert. Lass mich ein Beispiel geben, und zwar Rama Pithecus. Jetzt blättern wir zwei Jahrzehnte zurück, vor etwa 18 Jahren, und ich zeige drei verschiedene Stammbäume aus der damaligen Zeit, vor 18 Jahren, wie man Rama Pithecus damals, vor etwa 18, 20 Jahren, interpretiert hat. Und je nachdem, was man für ein Schulbuch hat, hat man entweder das oder das oder das als Wahrheit gelernt. Ich habe kein Schulbuch gesehen, wo alle drei nebeneinander standen, sondern in meinem Schulhaus haben die Kinder gelernt, Rama Pithecus, gemeinsamen Vorfahr von allen vier und deshalb sehr alt. In einem anderen Schulhaus, allerdings nicht allzu viele, hat man gelernt, Rama Pithecus hat überhaupt nichts mit der Linie, die zum Schimpanse und um Gorilla und Mensch geführt hat, sondern es ist eine ausgestorbene Seitenlinie vom Orangutan, also wie wir es vorher gesehen haben. Aber in den meisten Schulbüchern, in den meisten Museen, in den meisten Heften und überhaupt damals in den Büchern,
Die meisten Evolutionisten hielten nichts von dieser Interpretation, obwohl sie auch evolutionistisch geprägt waren. Die meisten Evolutionisten sagten, nein, der Ramapithecus ist sehr jung, nur 8 Millionen Jahre. Nun achten Sie darauf, wir haben immer dasselbe Fossil, aber der wird ganz unterschiedlich datiert. Denn die Datierungen sind nicht absolut. Die sind theorienabhängig. Und es gibt so viele Variablen, je nachdem, was man berücksichtigt, kann man mehr oder weniger bestimmen. Ja? Also, die meisten Evolutionisten haben Ramapithecus als der erste Affe betrachtet, der auf dem Weg war, Mensch zu werden. Warum haben vor 18 Jahren die meisten das so gesehen? Wir lassen ein Buch aus der damaligen Zeit diese Meinung kurz für uns vorführen. Hier geht es um Ramapithecus. Ich werde diesen Text mit euch lesen, aber damit man gleich vergleichen kann mit den Bildern, gliedere ich den Text und lege es daneben. TimeLife stellte die Frage, wie kann ein Wissenschaftler ausschließlich aufgrund einiger Zähne und des Teils eines Gaumens behaupten, dass Ramapithecus menschenähnlich war? Am wichtigsten ist, dass der Gaumen gebogen ist und sich nach hinten zu, nach außen biegt, wie beim Menschen. Also, wie kann ein Wissenschaftler ausschließlich aufgrund einiger Zähne? Gefunden hat man diesen Gaumenstück mit 4 Zähne darin. Diese 6 Zähne, und später fand man 2 weiteren, sind nicht so gefunden worden, sondern herumgestreut. Die waren nicht in dem Gaumen, das ist rekonstruiert, ja? Also, wie kann ein Wissenschaftler ausschließlich aufgrund einiger Zähne, ein Teil eines Gaumens, behaupten, dass Ramapithecus menschenähnlich war? Am wichtigsten ist, dass der Gaumen gebogen ist und sich nach hinten zu nach außen biegt, wie beim Menschen. Alle Affen und Menschenaffen besitzen U-förmige, ja, flache Gaumen, deren Zähne in parallelen Reihen stehen. Überzeichnet man die Zähne und den Gaumen von Ramapithecus zuerst auf den Gaumen eines Orangutan, Ramapithecus das Beige, und dann auf den Gaumen eines Menschen, wird die Menschenähnlichkeit offenbar. Das sieht man hier. Also, es sind eindeutig die Zähne eines Affen. Hier haben wir die Lücken für die Eckzähne, auch das Zahnschmelz spricht für Aff. Aber der Bogen ist parabolisch, also ein Aff, der ein menschliches Merkmal entwickelt hat. Das ist eine Ausstellung an der Universität Zürich, wo Dr. Schmid verantwortlich ist am Paläoanthropologischen Institut, der da eben gesagt hat, Fossilien tragen keine Etiketten. Aber hier hat er ein Etikett gegeben, ein Pithecus, und es wird gedeutet als ein Vorfahr des Menschen, wegen den parabolischen Zahnbogen. Wobei, der entscheidende Beweis wird natürlich vom Gips ausgemacht, denn man fand diesen Stück und diese Zähne zerstreut. Man fand sie nicht alle zusammen. Man hat sie so rekonstruiert. Man hat natürlich seine Gründe dafür, und es sind ganze Arbeiten darüber geschrieben, warum der Zahnbogen so aussehen müsste. Aber es hat natürlich einige wenige Kritiker damals, die gesagt haben, freilich könnte man die Stücke so zusammenstellen, wir könnten sie parallel so einander legen, ergänzen mit den fehlenden Teilen, und dann hätte man natürlich den Zahnbogen eines Affen. Und die sollten auch Recht bekommen, denn im Laufe der Zeit hat man weitere Funde gemacht, und vor allem waren es genetische Überlegungen, die vor etwa 18 Jahren zu einem großen Umdenken in Bezug auf Ramapithecus geführt haben. Das habe ich alles mitgekriegt, denn ich habe schon Vorträge zu jener Zeit gehalten. Ich weiß noch die ersten wissenschaftlichen Artikel, die gekommen sind, wo Evolutionisten langsam zurückgekrebst sind von der Idee, dass der Ramapithecus der erste Vorfahr des Menschen sei. Und heute wird Ramapithecus in den Stammbäumen dorthin getan, wo nur die wenigsten vor 18 Jahren ihn sehen wollten, als eben ausgestorbene Seitenlinie vom Ramapithecus. Was können wir von diesem Beispiel, denn sie ist typisch. Also ich liebe nicht, wenn man den Eindruck erweckt, ja, das sind alles Verfälschungen und so weiter. Ab und zu hat es eine Verfälschung gegeben, aber das waren Evolutionisten, die diese Verfälschungen veröffentlicht haben und korrigiert haben und sich davon distanziert haben.
Also es ist unfair, wenn man den Eindruck erweckt, dass es alles Verfälschung und so weiter. Aber es ist überaus fair und auch wissenschaftlich zu unterscheiden zwischen den Fakten und Interpretationen. Was können wir von diesem Beispiel lernen? Erstens einmal, ein Stammbaum auf diesen hier ist nur einer unter vielen. Es gibt keine einheitlichen Stammbäume in der Evolutionslehre. Zweitens, die Mehrheit hat sehr oft nicht recht. Es ist kein Argument, wenn man sagt, die meisten Wissenschaftler glauben so und so, deswegen muss es stimmen. Denn die Geschichte der Wissenschaft zeigt eindeutig, dass die Mehrheit sich sehr oft geirrt hat. Da sind sogar Dinge als Naturgesetzen genannt, die später wieder aus dem Verkehr gezogen worden sind. Ja? Ein Evolutionist an der Universität Hohenheim in Stuttgart hat es so zum Ausdruck gebracht, er hat gesagt, Wissenschaft ist der Irrtum von heute. Das ist nicht wissenschaftlich feindlich, das ist wissenschaftlich realistisch. Wissenschaft ist der Irrtum von heute. Warum? Weil was wissen wir im Vergleich zu dem, was wir nicht wissen? Selbst in der modernsten Forschung. Es gibt so vieles, was wir nicht wissen. Wir werden ständig uns irren. Aber er sagt, Wissenschaft ist der Irrtum von heute, und dann sagt er auf seine eigene Arbeit, und meine Forschung gehört auch dazu, ist auch der Irrtum von heute. Warum forsche ich? Um näher an die Wahrheit zu kommen. Also, ich finde, diese Einstellung ist vernünftig. Und leider wird Wissenschaft nicht immer in den Schulen so gebracht, sondern man lernt, so ist es, so alt und so. Aber wir müssen vor Augen halten, auch wenn man mit Bestimmtheit in der Schule gesagt wird, so ist es, das ist nur eine von mehreren Interpretationsmöglichkeiten. Lass die Fakten sprechen. Jetzt kommen wir zu dieser Seite. Früher war Ramapithecus hier, jetzt ist Ramapithecus hier. Wie lange noch, weiß ich nicht, denn man hat nur Gaumenstücke gefunden. Wie wäre es, wenn man ein ganzes Skelett findet, und das Skelett hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit einem Orangutan, dann muss er auch hier raus. Ja? Also vorläufig ist er hier. Aber jetzt haben wir die Australopithecus-Gattung. Also der erste, den man fand, war dieser hier. Und er wurde in Südafrika gefunden. Und Australo bedeutet Süd. Pithecus Aff, südlicher Aff, und zumal es in Afrika gefunden wurde, Australopithecus africanus. Kurz daraufhin fand man in Ostafrika, in Tansania, recht kräftige Burschen, und die hat man dann getauft Australopithecus robustus, aber die sind irgendwie ein bisschen so robust, als dass sie zum Mensch geführt haben, ausgestorbene Seitenlinie. Die wichtigste von den Australopithecinen bis jetzt war Lucy. Lucy, von Lucy hat man nur kleine Bruchteile vom Schädel gefunden. Der Schädel gibt nicht viel her. Wichtig bei Lucy waren die Beckenknochen. Und die waren gebrochen. Die mussten rekonstruiert werden. Und Donald Johanson, der amerikanische Forscher, der Lucy in Afar, Äthiopien, entdeckte. Deswegen heißt sie Australopithecus Afar, von der Ort, wo sie gefunden wurde, Afarensis. Donald Johanson hat diese gebrochene Stücke von dem Becken, da war nicht der ganze Becken vorhanden, aber ein Teil davon, hat sie zusammengefügt, und nach seiner Rekonstruktion sah der Becken von Lucy sehr menschenähnlich aus. Und wie unsere Beckenknochen sind, bestimmt, ob einer aufrecht laufen kann oder gebückt. Die Affen haben andere Becken als wir Menschen, die laufen nicht aufrecht. Nun, der aufrechte Gang ist natürlich typisch für den Menschen. Und als Donald Johanson die meisten Evolutionisten überzeugen könnte, dass Lucy aufrecht laufen könnte, war große Euphorie, denn Ramapithecus war schon aus der Linie gespickt. Und jetzt hatte man endlich ein Kronzeugin, Lucy, der erste Mensch, der ein menschliches Merkmal entwickelt hat. Und dann geht es weiter. Africanus führt zum Homo habilis. Da hat man ein paar Fingerknochen gefunden, die schienen geschickt zu sein. Also Habilis, der geschickt mit seinen Fingern umgehen könnte. Dann Homo erectus, der aufrecht laufende Mensch. Dann haben wir Homo sapiens sapiens. Sapiens, das sind wir, bedeutet der Weise, was wir auch rufen. Unterart auch sapiens zu unterscheiden von Homo sapiens neandertalensis, der neandertaler Mensch, worüber wir nachher reden werden. Nun, man fand weitere Teile von ähnlichen Skeletten wie die von Lucy.
Und alles, was man fand, war affenähnlich. Lange Zehe zum Klettern, lange Finger zum Greifen, lange Arme, typisch für Hängler. Das sind Affen, die schwingen durch die Bäume gehen. Und das führte dazu, dass manche evolutionistischen Forscher die Beckenknochenrekonstruktion von Lucy nochmals unter der Lupe nahmen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Lucys Becken überhaupt nicht so menschenähnlich war, wie Donald Johanson das behauptet hat. Und das hat dazu geführt, dass im Moment die Sache ein bisschen schwieriger geworden ist, um zu zeigen, wie die Affen zu Menschen geworden sind. Und das ist ein Stammbaum, den ich vor kurzem in Italien fotografierte. Die lateinischen Namen sind natürlich dasselbe, deswegen haben wir kein Problem damit. Ich halte diese Vorträge auch in Italien. Ich komme soeben aus Italien. Dort werde ich übersetzt. Hier haben wir Lucy. Es sind auch andere Arten gefunden worden. Ja, hier haben wir die Robusten, Robustus, ein paar andere, die ähnlich robust sind. Dann haben wir Australopithecus africanus, der erste Fund. Dann haben wir Homo habilis. Dann haben wir die afrikanischen Homo erecti. Und dann haben wir die asiatischen Homo erecti. Die Afrikaner sind in diesem Stammbaum die direkten Vorfahren von Homo sapiens. Und die Asiaten sind ein bisschen abseits, so irgendwie so nichts Gescheites geworden. In den chinesischen Stammbäumen, die chinesischen Bücher, ist Asiatico hier und Afrikaner ist hier. Aber das hat mehr mit Politik zu tun. Und dann geht es hier weiter, Homo sapiens und dann Homo sapiens neanderthalensis. Alles wie gehabt, ein paar neue Funde dazu, aber merkt ihr, zwischen dieser Art von Stammbaumzeichnung und die anderen, die wir bis jetzt gesehen haben, merkt ihr einen entscheidenden, aber sehr entscheidenden, sehr kleinen, aber doch entscheidenden Unterschied. Die Art und Weise, wie gezeichnet worden ist. Merkt ihr es? Es ist nicht durchgehend, es ist unterbrochen. Andeutungsweise, es hat irgendwie doch mit den Affen zu tun, aber man weiß nicht wie. Das ist der Stand der Dinge im Moment. Lucy ist abgewertet. Es hat keinen Ersatz für Lucy gegeben. Das schwimmt alles ein bisschen im Moment. Wer der Revolutionist, der diesen Stammbaum zeichnen liest, der gibt zu, dass man nicht ganz im Klaren ist, wie Afrikaners zu Homo habilis führt. Und das habe ich vor 2 Jahren fotografiert. Unterdessen ist es noch schwieriger geworden, denn unterdessen ist man nicht einmal sicher, dass Homo habilis ein Mensch war, denn scheinbar hat man Knochen von 2 Individuen zusammengefügt zu einem. Man wusste das nichts, kein Betrug, seine Fehldeutung. Und habilis ist rausgespickt, sodass die Lücke noch größer geworden ist. Also, was können wir lernen? Stammbäume sind nur vorläufige Interpretationen. Ein Stammbaum bringt nur die Lehrmeinung von einer bestimmten Gruppe von Evolutionisten zum Ausdruck. Und selbst wenn die Mehrheit etwas glauben, Ramapithecus, Lucy und so weiter, die Mehrheit haben es geglaubt, muss man feststellen im Lichte der Geschichte der Wissenschaft, dass die Mehrheit sich sehr oft, wenn nicht sogar am meisten geirrt hat. Das ist kein Argument. Also Stammbäume sind nur Interpretationen, sie sind keine Tatsachen. Ich habe hunderte von Fossilien zu Hause, ich habe tausende selber gefunden, aber ich habe nie einen Stammbaum gefunden. Stammbäume sind nicht Tatsachen, die sind Interpretationen. Wie ist es aber mit den Rekonstruktionsbildern? Die beeindrucken natürlich, hier haben wir eindeutig einen Affen, aber der hat doch irgendwie einen menschlichen Blick, ja, ein bisschen intelligent guckt er da hinein. Wer hätte gedacht, dass diese Rekonstruktion allein anhand von diesem Unterkiefer gemacht worden ist? Das ist der Fund, das ist die Tatsache. Alles andere ist Interpretation. Man kann zeigen, wie der Kiefer ist, aber man kann nicht zeigen, wie die Augen, die Nase und Haare und so weiter sind. Die Rekonstruktionsbilder sind nur Interpretationen. Nun, in den Büchern wird gezeigt, wie sie gemacht wurden, und das sieht sehr überzeugend aus. Also hier haben wir Homo habilis.
Ja, sind nicht alles vorhanden, man ergänzt mit den fehlenden Teilen, man legt Schicht für Schicht die Nerven und Muskeln darüber, dann Haut und voilà, Homo habilis. Aber gehen wir jetzt einmal zurück zu dem Anfangsprodukt. Ich habe diese Knochen selber bekommen zum Fotografieren für eine Wissenschaftlerin vor einigen Jahren. Ich bin Wissenschaftsfotograf und die kamen alle getrennt, ja, jeder in seiner Schachtel mit Nummern und so weiter. Ich sollte mit Knet sie zusammenfügen, wie hier. Sie hat mir auch dieses Bild geliefert und das sollte ich dann fotografieren. Ich habe einen ganzen Vormittag versucht, diese Puzzlestücke so zusammenzubringen. Ich brachte es nicht fertig. Ich habe gedacht, ich spinne. Hier sieht es so überzeugend aus, aber ich brachte es nicht fertig. Erst seit ein paar Jahren weiß ich warum. Das sind Knochen von zwei verschiedenen Individuen und wahrscheinlich zwei verschiedenen Arten, die gar nicht zusammenpassen. Also schon der Anfangsprodukt war ein bisschen problematisch. Aber auch wenn man einen ganzen Fossil hat, ja, kann man ganz unterschiedlich interpretieren mit den Bildern. Zum Beispiel der Nase ist aus Knorpel, der wird nicht erhalten. Man kann also, es ist genau dasselbe Fossil, aber man kann die Nase so machen oder so. Und wie die Haare, ob sie gekämmt sind oder ein bisschen so frizzy look, da kann man ganz unterschiedliche Effekte erzielen. Und ich habe viele Beispiele von wissenschaftlichen Zeichnungen, die sich genauso unterscheiden wie diese beiden anhand von dasselbe Rohmaterial. Letztes Beispiel, dann muss ich nach hinten gehen und schnell das Magazin wechseln. Geben wir zur Abwechslung Fußabdrücke. Nun, diese Fußabdrücke sind in Tansania, in Lao Toli, das ist der Ort, gefunden worden. Ein größeres Individuum und ein kleineres Individuum laufen in derselbe Richtung, ob zusammen oder hintereinander, wissen wir nicht. Es ist eine erhärtete vulkanische Asche, nicht Lava, sonst hätte man die Füße verbrannt. Asche. Die Asche war feucht, der Vulkan ist ganz in der Nähe, war früher aktiv. So einige Zentimeter feuchte Asche, Lebewesen laufen darüber und hinterlassen hervorragenden Fußabdrücken. Nun, der beste Erhaltene von diesen Spuren war dieser hier. Hier ist der große Zeh, das war ein kleiner Stein, der hier eingebettet war. Hier sind die kleinen Zehen. Und das ist ein eindeutig menschenähnlicher Fußabdruck, denn ein Aff hat einen beweglichen großen Zeh zum Greifen und der Mensch bekanntlich nicht. Also, das war so affenähnlich, dass die Evolutionistin, Frau Dr. Mary Leakey, die diesen Fund machte und interpretierte, sagte: Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich meinen, es sind zwei Menschen hier durchgelaufen. Denn die Fußabdrücke waren menschlich. Aber sie sagt, wenn ich nicht besser wüsste. Sie interpretiert im Lichte ihre Theorie. Sie, ihr Mann Louis Leakey, ihr Sohn Dr. Richard Leakey, die suchen seit Jahrzehnten in Ostafrika nach Vorfahren von Menschen, denn sie glauben, dass es ostafrikanische Affen waren, die sich zu Menschen entwickelt haben. Das ist ihre Theorie. Nun, gemäß ihrer Theorie kann es in diesem Gestein überhaupt keine menschlichen Spuren geben, denn es ist zu früh. Der Mensch hat es noch nicht gegeben. Es kann nur aufrecht laufenden Affen geben. Und so sagte sie, wenn ich nicht besser wüsste. Aber warum weiß sie besser? Wegen der Farbe ihrer Brille. Sie trägt eine bestimmte Farbe von Brille, also der Mensch stammt von Ostafrika ab und in diesem Gestein ist einfach noch zu früh, da kann es noch kein Mensch geben, also wenn ich nicht besser wüsste, würde ich meinen, zwei Menschen, aber es sind nicht Menschen, obwohl die Fußabdrücke menschlich sind, es muss etwas anders sein, es passt nicht in die Theorie. Also, die Sache mit der farbigen Brille, das brauche ich als Beispiel, denn jeder von uns trägt eine farbige Brille. Jeder sieht die Welt durch seine Erfahrungen, seine Ausbildung, seine Erziehung und so weiter. Jeder hat eine farbige Brille. Ja? Sie sind alle Christen, sie lesen dieselbe, oder viele von ihnen sind Christen, sie lesen die Bibel. Sie lesen dieselbe Bibel. Aber kommen sie zu derselben Lehrmeinung? Natürlich nicht. Denn sie bringen ihre Erfahrung, die Lehre von ihrer Gemeinde, ihre Empfindungen. Sie bringen das alles mit aus farbiger Brille. Sie lesen die Bibel und kommen zu unterschiedlichen Schlüssen in Bezug auf das, was die Bibel sagt. Nun, die Bibel sagt selber nur eine Sache. Aber es ist eine andere Sache, herauszufinden, was die Bibel sagt. Ja? Und da
Die Farbe der Brille spielt eine wichtige Rolle. Wenn ich eine rosarote Brille habe, dann sehe ich gleich rosarot. Und wenn ich eine grüne Brille habe, sehe ich grünlich. Ja? Und wenn ich eine evolutionsgetönte Brille habe, dann sehe ich die Sache evolutionistisch. Ja? Und da, gemäß der Evolutionslehre, kann es hier noch keinen Mensch geben, denn der Mensch ist viel später entstanden. Also, sie fand allerdings an derselben Stelle Fußabdrücke von Tieren, alle Tieren, die heute an derselben Stelle leben. Giraffe. Die Giraffe hat lange Beine, kann diesen Streifen geben, ähnlich wie bei müde Kindern auf dem Heimweg von der Schule. Ja. Sie fand Fußabdrücke von Elefanten, Vogelstrauß, typisch ostafrikanische Hasen, Perlhühner. Und anhand von all diesen Funden ließ sie ein Rekonstruktionsbild machen. Der ist in mehreren Museen verwendet worden, in verschiedenen Heften und so weiter. Ich habe es hier aus National Geographic abfotografiert. Der Vulkan ist ganz in der Nähe, viele Asche, Asche liegt dick auf dem Boden. Perlhühner laufen darüber, gibt es typische Perlhuhn-Fußabdrücke, Elefanten. Die Giraffe frisst von einem Akazienbaum, das tun sie heute, haben sie es damals, wahrscheinlich schon, denn man fand hervorragende Abdrücke von Akazienblättern in der erhärteten Asche. Und hier haben wir diese menschenähnlichen Pferden und zwei Schatten, die scheinbar dazu gehören, das deutet auf eine linke Hälfte von diesem Bild hin, die gibt's auch, die will ich euch nicht vorenthalten, denn dort sehen wir den Hasen und den Vogelstrauß, da sehen wir diese Dornbüsche mit Galen, das hat man auch abgedruckt in der Asche gefunden. Alles Pflanzen und Tieren, die heute in unveränderter Form dort leben, deswegen völlig moderner Hase, völlig moderner Vogelstrauß, völlig moderne menschliche Füße, bisschen dunkel, okay, ist Afrika, kann man stehen lassen, aber von den Knöcheln weg sehen die beiden schon ein bisschen anders aus als wir, nicht wahr? Oder mindestens die meisten von uns. Ja? Frage, wobei ich gar nicht sicher bin, wie viele der 16 Millionen regelmäßige Leser dieser Zeitschrift die Frage überhaupt gestellt haben. Frage, wie kann Mary Leakey wissen, wie sie ausgesehen haben? Was hat sie gefunden? Was sind die Fakten? Die Fakten sind Fußabdrücke. Sie hat keine Knochen gefunden. Kann man anhand von Fußabdrücken zeigen, wie der Kiefer aussieht? Kann man freilich nicht. Das ist alles Interpretation. So realistisch, wie es dargestellt wird. Lass die Fakten sprechen für menschliche Fußabdrücke. Ich könnte mir eine völlig andere Interpretation vorstellen, schien mir auch logisch. Wenn der Hase sich in der Zwischenzeit sich überhaupt nicht verändert hat, alle anderen Pflanzen und Tiere auch nicht, warum nicht zwei Afrikaner? Heute aussehenden Menschen. Ja, das sind kleine Fußabdrücke. Gut, es gibt kleine Afrikaner. Kleine Afrikaner, zwei kleine Afrikaner laufen über die Pampas da. Ja? Entschuldigung, Savannah, wir sind in Afrika. Nun, das wäre auch eine Interpretation. Aber ich habe natürlich ein bisschen eine andere Farbe der Brille bekommen. Ich war früher Evolutionist, aber ich habe die Farbe meiner Brille geändert. Und heute erlaube ich mir, Informationen aus der Bibel mitzuverwenden, wenn ich interpretiere. Und ich lese, dass in derselben Schöpfungswoche Menschen und Tieren geschaffen worden sind. Also der Mensch hat es genauso lang gegeben wie die Tiere. Nur einige Stunden auseinander eigentlich. Ja. Da habe ich kein Problem damit, dass das völlig moderne Hasen hier mit völlig modernen Menschen laufen. Ich denke nicht, dass der Mensch sich so gewaltig geändert hat in der Zwischenzeit. Wir kommen schon auf den Fossilien mit den großen Oberaugenwülstern zu reden. Es kommt schon, aber ich könnte mir völlig moderne Menschen hier vorstellen. Aber eben, ich habe halt eine andere Farbe von Brille. Nun, ich laufe nach hinten und während ich nach hinten laufe, um die Magazine zu wechseln, kleine Werbung her. Das, was ich zeige im Vortrag, das können Sie nicht alles behalten. Schon möglich. Ja, da brummt der Kopf wahrscheinlich schon jetzt, ja. Und ich muss sowieso schnell reden, wegen der Zeit. Das, was ich zeige, ist allerdings erhalten hier in diesem Heft Stammt der Mensch, und Sie müssen richtig lesen, von Adam ab. Wie ist es dann mit den Neandertaler und der Homo erectus und Lucy und alle diese Dinge, die ich gezeigt habe? Und wie ist es mit den menschlichen Embryos? Haben die nicht irgendwann mal Fischkiemen, ja, in irgendeiner bestimmten Phase? Das sind alles so Dinge, die behandelt werden in diesem Heft. Dann gibt es etwas
ein sehr ähnliches Heft, die sind kostengünstig, sie sind gut verständlich ab 15 Jahren, zum Thema Schöpfung und Evolution. Es geht hier um die Entstehung der Art, und das wird mein nächster Vortrag sein, in der nächsten Stunde, rede ich zu diesem Thema. Diese beiden Hefte, die decken die meisten Fragen ab, die in diesem Zusammenhang kommen. Da gibt es ein Sammelband, da geht es nicht nur um die Entstehung der Arten, wie bei dem letzten Heft, da geht es nicht nur um die Herkunft des Menschen, es geht hier um Urknall, Ursuper, Urmensch, Urvogel, alles was urig ist, aber auch ab 15 Jahren gut verständlich. Dann gibt es ein neues Buch, Creatio, das ist sehr gut für die, die unterrichten, es hat ein DVD hinter drin mit der ganzen Abbildung und Text und so weiter. Wenn Sie mit jüngeren Kindern arbeiten, in dem Alter, wo Sie sich sowieso für Dinosaurier interessieren, gibt es ein super Heft zum Thema Dinosaurier im Licht der Bibel auf dem Büchertisch. Und dann, Jungschargruppen brauchen dieses Heft immer wieder für Freizeiten und so. Ist auch sehr gut. Beide Hefte sind sehr gut in der eigenen Familie. Experimenten, die die Schöpfungstagen illustrieren. Nun, ich halte etwa 30 verschiedene Vorträge zu Geologie, Biologie und Geschichte. Das könnte ich unmöglich machen ohne Mithilfe. Ich arbeite mit bibelgläubigen Wissenschaftlern zusammen. Aber nicht nur bibelgläubige Wissenschaftler stellen die Evolutionslehre heute in Frage. In diesem CD, das ist auf dem Büchertisch, da gibt es Interviews unter anderem mit Bibelgläubigen, aber auch nicht bibelgläubigen Wissenschaftlern, die allesamt die Evolutionslehre in Frage stellen. Nun, die Bibelgläubigen, mit denen ich zusammenarbeite, einige von ihnen haben ihr Glaubenszeugnisse aufgeschrieben. Das sind Männer und Frauen, die täglich mit Kopf und Herz Wissenschaft treiben, aber täglich mit Kopf und Herz glauben an dem, was in der Bibel steht. Und das ist ein sehr gutes Buch zum Weiterschenken an diejenigen, die sagen, ja, alle Wissenschaftler glauben an die Evolution, sonst ist man kein gescheiter Wissenschaftler. Das sind zum Teil Leute, die Forschungsinstitute leiten, die täglich in der Wissenschaft tätig sind und sie glauben an Jesus Christus, sie glauben an den Schöpfungsbericht der Bibel und sie lehnen die Evolutionslehre ab, mit Kopf und vom Herzen. Also, das zu den Büchern, nachher auf dem Büchertisch sind draußen. Ich wechsle jetzt hier das Magazin und dann geht es gleich weiter. Wir kommen jetzt zu den Menschenfossilien. Wir haben es jetzt die Affenartigen ein bisschen behandelt, ja. Und so der Grundsatzfrage, Lucy und so. Aber jetzt wollen wir zu den Menschenfossilien kommen. Einige von euch kennen dieses Kirchenlied, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ich weiß nicht, ob Sie mal auf den Liederdichter geachtet haben. Joachim Neander war ein sehr beliebter Pfarrer in der Nähe von Düsseldorf. So beliebt, dass man nach seinem Tod in der Nähe von Düsseldorf ein Tälchen nach ihm genannt hat, das Neandertal. Und im besagten Neandertal fand man vor etwas mehr als 100 Jahren ganz eigenartige Menschenknochen. Eine Schädelkalotte, der sehr schräg war, der Stirn war nicht gerade, sondern schräg nach hinten, große Oberaugenwülsten, die Arm- und Beinknochen, die man gefunden hat, waren sehr robust, sprach dafür, dass diese Menschen in einem kalten Klima gelebt haben. Auch die Inuit, die Eskimos, haben sehr robuste Knochen. Aber der Schädelkalotte war so eigenartig, ja. Das hat ziemlich eine, ja, es war, Evolutionisten haben gesagt, jetzt haben wir es, jetzt haben wir das Bindeglied zwischen Menschen und Affen. Nun, unterdessen sieht man den Neandertaler schon ein bisschen anders. Aber man hat ganze Skelette von dieser, ja, Rasse von Menschen in Frankreich und Spanien gefunden. Und die nennt man auch Neandertaler, weil der erste Fund in Neandertal bei Düsseldorf gemacht worden sind. Hier ein ziemlich komplettes Skelett, Schädel von einem Neandertaler.
Dann fand man in Afrika und Ostasien kleinere Schädel, weil man meinte, das wären die ersten Menschen, die aufrecht laufen könnten. Hießen die dann Homo erectus, und da haben wir die afrikanischen und die asiatischen Formen. Und der Gips ist hier nur, um das zusammenzuhalten, die Stücke sind zerbrechlich. Und wenn man die beiden Schädel miteinander vergleicht, der Neandertaler hat einen länglicheren und größeren Schädel, deshalb ein größeres Gehirn, als der Homo erectus. Wenn man von vorn schaut, der Neandertaler abgerundet, Homo erectus mehr spitzig, reiben Sie Ihre Finger über Ihren Schädeldach, dann werden Sie sehen, ob Sie eher mit Neandertaler oder Homo erectus verwandt seien. Wir haben hier sogar eine Eselsbrücke, abgerundet wie ein Iglu, wie ein Eskimo-Haus, wie ein Inuit-Haus. Ja? Und die lebten in der Kälte, der Neandertaler, auslaufende Eiszeit hier in Europa. Spitz wie ein Zelt, die lebten in der Wärme, denn während unserer Eiszeit war es in Afrika und Asien so heiß damals, wie es heute ist. Also Zelt, heißer. Jetzt gehen wir an die Universität Zürich. Eine Ausstellung über früheren Schädelformen. Homo sapiens, das sind wir. Schwester, würden Sie den Projektor auf dem Tisch ein bisschen nach rechts rücken? Sehr vorsichtig, damit nicht alles in Brüche geht. Nach rechts, die andere Seite, danke. Gut. Ah, zu weit, viel zu weit. Nein, ich komme, lassen Sie es. Ja, danke, herzlichen Dank. Also, links haben wir Homo sapiens, ganz rechts ein ausgestorbener Affe, der Australopithecus, und in der Mitte haben wir halt unseren Homo sapiens, ja, der Homo erectus, Entschuldigung, mit dem spitzen Schädeldach. Was sollte hier illustriert werden? Es sollte jedem Museumsbesucher gezeigt werden, wie im Laufe der Evolution die Schädel und demzufolge das Gehirn immer größer wird. Und Sie kennen ja die Ausstellung oder die Bilder, die es immer wieder gibt, wie die Schädel, demzufolge die Gehirne, immer größer werden im Laufe der Evolution, vom Lucy bis zum Homo sapiens. Und man behauptet auch, dass der Körper immer größer wird im Laufe der Evolution. Aber neue Funde bringen manche dieser Vorstellungen durcheinander. Zum Beispiel, man fand erst vor einigen Jahren hier in Tansania und Ostafrika zum ersten Mal ein fast komplettes Skelett von einem Homo erectus. Die Expedition wurde von Mary Leakeys Sohn, Dr. Richard Leakey, organisiert. Man hat so viele Knochen von diesem Individuum gefunden, man könnte das Geschlecht bestimmen, männlich, und das ungefähre Alter beim Tod, circa 12 Jahre. Also man fand so viele Knochen von diesem 12-jährigen Jungen, man könnte die Knochen zusammenfügen, um Messungen vorzunehmen. Fußknochen sind sehr klein, werden selten gefunden, auch hier nicht, aber man kann etwa abschätzen, wie groß die Füße wären, wie so ein Skelett. Der Knorpel fehlt, denn das zerfällt, aber man weiß etwa, wie viel Knorpel es gibt zwischen Knochen. Man weiß auch, wie viele Wirbelsäulen hier gefehlt haben, und so könnte man eine ziemlich genaue Messung vornehmen. Der 12-jährige Junge war 1,62 Meter groß. Ich bin 1,63,5 Meter. Und wenn ein 12-Jähriger nur 1,5 Zentimeter kürzer ist als ich, dann hat er für einen 12-Jährigen auch heute eine stattliche Größe. Und Richard Leakey hat geschätzt, wenn er nicht mit 12 hier gestorben wäre, wäre er als Erwachsener wahrscheinlich etwa 1,80 geworden. Denn auch Kinderärzte können heute Kinderknochen messen und etwa feststellen, wie groß das Kind wird, wenn es voll ausgewachsen ist. Und Richard Leakey hat geschrieben, wir Evolutionisten haben uns geirrt. Wir haben immer gemeint, im Laufe der Evolution wird der Mensch immer größer. Und hier haben wir eine der ältesten menschlichen Fossilien überhaupt. Und er ist so groß wie wir. Wie ist es aber dann mit den Gehirngrößen? Auch da muss man differenziert informieren.
Wir werden aus Zeitgründen nur die menschlichen Gehirngrößen behandeln. Gehirngröße wird in Kubikzentimetern gemessen. Die farbigen Balken geben den Durchschnitt, die Norm für den Typ. Die meisten von uns haben ein Gehirn zwischen 1150 und 1500 Kubikzentimetern. Es könnte aber sein, dass jemand hier heute Nachmittag sitzt mit einem Gehirn über 2000 Kubikzentimeter. Er soll aber nicht meinen, er sei intelligenter als alle anderen, denn es ist nicht die Größe von einem Computer, der bestimmend ist, sondern die Vernetzung, ja. Denn es gibt Menschen heute, Pygmäen in Afrika, die haben sehr kleine Gehirne, aber die sind genauso intelligent wie wir. Also, das wäre der Durchschnitt, und hier haben wir die ganze Spannbreite von Schädelgrößen bei Homo sapiens sapiens heute. Der Neandertaler hat interessanterweise in der Regel einen größeren Gehirn als die meisten von uns, liegt allerdings innerhalb von der Spannbreite von heutigen Menschen. Und Homo erectus liegt ebenfalls innerhalb von der Spannbreite von heutigen Menschen, einige sogar in den normalen Bereich, ja, auch wenn der Homo erectus doch eher im unteren Bereich liegt. Also es ist, lasst die Fakten sprechen, aber lasst allen Fakten sprechen. Es ist nicht ganz fair, wenn man einen kleinen Schädel von einem Homo erectus nimmt und vergleicht mit einem großen Schädel von Homo sapiens, um zu zeigen, wie im Laufe der Evolution die Gehirne immer größer werden. Wenn man hier vergleicht, sind sie gleich groß. Warum hat aber der Homo erectus allesamt, die haben einen kleineren Schädel und deswegen kleineren Gehirn als der Neandertaler? Die lebten zur selben Zeit. Gelegentlich trafen sie aufeinander, konnten Kinder voneinander bekommen. Es gibt Mischformen. Es gibt sogar Mischformen mit Homo sapiens. Sie leben auch mit Homo sapiens zusammen. Aber selbst wenn sie gleichzeitig gelebt haben, sie lebten selten am selben Ort. Der Neandertaler hat robuste Knochen, lebte in Europa in der auslaufenden Kälteperiode, Eiszeit. Und der Homo erectus mit seinen weniger groben Knochen lebte in Afrika und Asien, wo es damals so heiß war wie eigentlich heute, nur etwas feuchter. Und wo jemand lebt, unter welchen klimatischen Bedingungen, das hat nicht nur einen Einfluss auf die Robustheit von den Körperknochen, es scheint auch einen Einfluss haben auf die Größe von Gehirn. Hier zwei Karten von heutigen Verhältnissen. Oben eine Klimakarte, blau, kalt, kühl, gelb, warm, heiß. Hier unten eine Karte von heutigen durchschnittlichen Gehirngrößen. Die dunkelste Farbe, größte Gehirne, die hellste Farbe, kleinste Gehirne. Hat aber nichts mit Intelligenz zu tun, nur mit der Größe vom Gehirn. Ja? Wo leben die Menschen heute mit den größten Gehirnen? Dort, wo es kälter ist. Und die Menschen mit kleineren Gehirnen, dort, wo es wärmer ist. Wo lebte der Neandertaler mit seinem großen Gehirn? Dort, wo es kälter war damals. Und wo lebte der Homo erectus mit dem kleineren Gehirn? Dort, wo es wärmer war. Lasst die Fakten sprechen, aber lasst allen Fakten sprechen. Haben Sie hier in der Schule diese Karte gesehen? Diese beiden Karten? Haben Sie das im Fernsehen mal gesehen? Ja, vielleicht sind das neue Forschungserkenntnisse. So ganz neu nicht. Seit mehr als 50 Jahren weiß man um diese Verhältnisse. Also selbst in Schulbüchern könnte man das seit nach 50 Jahren hineinbringen. Ja? Ja. Nee, Schulbücher sind, ich meine, das kostet alles und so. Die hinken immer so 10, 15 Jahre hinter der Forschung. Und leider manche der Lehrer auch, denn sie sind nicht auf dem neuesten Stand. Ja? Weil man hat seinen Unterricht gemacht und das bringt man seit Jahren immer dasselbe Art und Weise. Ne? Also, das sind auch Tatsachen, diese Relationen. Wie ist es aber mit den eigenartigen Schädelformen? Ich meine, hier haben wir einen klassischen Neandertaler-Schädel. Ein alter Mann hat seine Zähne früher verloren, Knochen sind zusammengewachsen, aber große Oberaugenwilzen, ein fliehenden Stirn, Gebiss nach vorn, Kinn nach hinten. Homo sapiens neanderthalensis. Und jetzt in einem Universitätsmuseum, Schädelprofil von Homo sapiens sapiens, der Mensch von heute,
Schädelprofil von Homo sapiens neanderthalensis, der Neandertaler, legt man übereinander und jeder Besucher im Museum kann sehen, wie primitiv der Neandertaler war mit seinem schrägen Stirn, nicht ganz schön hoch, ja, wie es gehört bei den Deutschen, Gebiss nach vorn, Kinn nach hinten, ja, so irgendwie, ja, primitiv. Aber wessen Schädel nimmt man für die Norm von heute? Hier eine Schädelausstellung an der Naturhistorischen Museum in Basel vor einigen Jahren. Es reiste auch hier in Deutschland, es war eine Reiseausstellung. Schädel aus aller Welt, zwei Schädel aus der... Diese verschiedenen Schädelformen und Hautfarben und so weiter, überhaupt die Entstehung von verschiedenen Rassen, wird auch behandelt in diesem Heft, stammt der Mensch von Adam ab. Ja, denn es hat mit der Isolation von den Menschen in bestimmten Sprachgruppen zu tun. Der Turmbau zu Babel, es gibt ein sehr interessantes Heft, wo der biblische Turmbaubericht verglichen wird mit Turmbauüberlieferungen aus der ganzen Welt. Der Turmbau zu Babel hat die Menschen, also die Sprachverwirrung nach dem Turmbau zu Babel, hat die Menschen voneinander getrennt. Wenn alle Menschen untereinander heiraten würden, gäbe es keine Rassen. Aber die sind getrennt und so kommt diese Vielfalt zum Ausdruck. Ja. Nun, zwei Schädel aus der EU zum Vergleich. Ja. Selbe Zeit, aus einem bestimmten Gebiet in Spanien, zur allgemeinen Beruhigung, ist nicht der Schädel von dieser Frau, aus einem bestimmten Gebiet in Frankreich, diesen Schädel. Selbst der Laie sieht, wie unterschiedlich diese modernen Schädel aussehen. Auch hier in Deutschland gibt es verschiedene Schädeltypen. Der Bayer hat einen anderen Schädel als der Württemberger, ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Also, mit wessen Schädel wollen wir den Neandertaler überhaupt vergleichen? Vergleicht man den Neandertaler mit heutigen Beduinen? Ich war erst vor kurzem in Israel und habe Beduinenfreunde besucht. Die haben oft hohe Stirne. Kinn deutlich nach vorn. Keine Oberaugenwürsten. Boah, dann kann man sagen, Neandertaler sieht ganz anders aus als der moderne Menschen. Aber es gibt nicht nur Beduinen. Es gibt zum Beispiel Millionen von Menschen der mongolischen Rasse. Chinesen und so weiter, Tibeter. Große Ansätze von Oberaugenwürsten. Gebiss etwas weiter nach vorn als viele von uns, ja. Kinn, nicht so deutlich nach vorn wie der Beduin. Oder die Menschen vom pazifischen Raum, Tahiti, die Maori von Neuseeland, die Aborigines von Australien, die haben oft größere Oberaugenwülsten als manche Fossilien. Hier, einen kompletten Schädel von einem australischen Aborigine. Einen modernen Schädel. Nur deshalb dunkel, weil er während einer religiösen Zeremonie mit einer dunklen Asche gerieben wurde, und sonst wäre es genauso hell wie die hier hinten. Aber es geht mir nicht um die Farbe, es geht mir um die Oberaugenwülsten, um den fliehenden Stirn, Gebiss nach vorn und Kinn nach hinten. Das ist ein moderner Schädel von Menschen, die in dem Gebiet leben. Vielleicht sagt jemand von euch, ja, aber das ist abartig. Ja, was ist dann artig? Der Württemberger Schädel, Maß aller Dinge. Muss man unser Schädel haben, um artig zu sein, die anderen sind abartig? Wenn wir meinen, wegen großer Oberaugenwürsten, ein Gebiss nach vorn, ein Kinn nach hinten, dass die Fossilien näher bei den Affen liegen, dann müsste man das auch bei ihm behaupten. Aber da gehen Sie hin zu den Aborigines und sagen Sie in einer Sprache, die Sie verstehen, Sie sind näher bei den Affen als ich. Und dann schauen Sie, was passiert. Ja, wir wollen nicht Rassisten werden, oder? Wir sind abartig, wenn wir dorthin gehen, wo die leben. Ich weiß noch, meine Frau, ich habe eine hübsche Frau, wir sind ganz hoch oben in den Himalaya zu einem Dorf gegangen, wo kaum weiße Frauen hingekommen sind. Der Dorf lag auf 4000 Meter. Die Frauen im Dorf sehen schreiend von meiner Frau weggelaufen. Sie haben gemeint, sie sei ein Geist mit ihrer weißen Haut. Ich finde meine Frau hübsch, aber die fanden sie hässlich. Ja? Und sie mit ihrem geraden Haar. Für ein Aborigine. Wer könnte sich in sowas verlieben? Ja, also, ja, überhaupt keine Krausel und so. Ich finde sie ganz hübsch, aber nicht unbedingt jemand von der Gruppe. Ja? Verstehen Sie? Es ist nur Geschmackssache. Wir wollen nicht rassistisch werden, oder? Nun bitte, ein Australier
ist kein Neandertaler, genau wie ein Neandertaler kein Homo erectus ist. Aber man sieht Merkmale, ja, bei den heutigen Menschenschädeln, die sehr ähnlich sind wie manche fossilen Schädel. Lasst die Fakten sprechen, lasst aber alle Fakten sprechen. Also fassen wir zusammen. Es gibt Fossilien von Menschen und es gibt Fossilien von Affen, aber die von der Evolutionslehre erforderliche Übergangsformen sind bis jetzt nicht befriedigend entdeckt worden. Und das ist nicht der einzige Art und Weise, wie man einen Stammbaum zeichnen kann. In der British Museum in London hat man angefangen, ein bisschen umzudenken. Man hat gesagt, wir wünschten, dass es so wäre. Denn das ist unsere Vorstellung. Aber das ist nicht das, was wir gefunden haben. Und so haben sie angefangen, anders zu zeichnen. Sie haben gesagt, bis wir die Übergangsform finden zwischen früheren Affen und der Orangutang-Linie, machen wir der Orangutang als ein Busch für sich, ein Baum für sich. Ebenfalls bei der Gruppe Chimpanzer-Gorilla. Wir wissen nicht, woher Australopithecus kam und wohin er ging. Von daher ein ausgestorbener Aff. Man kann es immer noch nachher verbinden, wenn man Übergangsformen findet. Und Homo habilis fällt raus. Wir haben aber Homo erectus, wir haben den Neandertaler, wir haben Homo sapiens, ein Baum für sich. Und welche Interpretation man bevorzugt, hängt doch ein bisschen von der Farbe der Brille ab. Wenn man natürlich sehr traditionell evolutionistisch denkt, dann wird man nach wie vor das glauben wollen. Wenn man bereit ist, vielleicht hat das mit British Fairness zu tun, einfach zu sagen, okay, machen wir so, bis wir die Bindeglieder finden, ja, dann hat man eine andere Farbe von Brille. Wobei natürlich, diese Seite hat die Farbe meiner Brille. Denn ich habe es nicht ganz gezeichnet wie in der British Museum in London. Ich habe sie alle gleichzeitig anfangen lassen. Denn ich glaube, dass Gott alle Lebewesen in derselben Schöpfungswoche geschaffen worden. Und das glaube ich, weil es in der Bibel steht. Genau wie ich glaube, dass ein Mensch von den Toten auferstanden ist. Biologisch, für einen nicht bibelfundierten Wissenschaftler ein Unsinn. Aber nicht demzufolge unwahr. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Und so lasse ich sie alle gleichzeitig anlaufen. Aber Herr Wisken, ist das nicht doch der schlagende Beweis dafür, dass sie ähnlich sind? Die sind doch so ähnlich. Nun, gut, Ähnlichkeiten können ein Hinweis sein, aber die sind kein Beweis. Denn Ähnlichkeiten lassen sich unterschiedlich interpretieren. Ich bekomme jeden Monat aus USA National Geographic. Vor einigen Jahren war diese Karte von Mount Everest dabei. Ich habe in dem Gebiet der Himalayas gelebt. Karten sind sehr wichtig für meine Arbeit. Ich habe auch Kartografie an der Uni studiert. Und als ich diese Karte begeistert studierte, dachte ich plötzlich, halt! Komm zwar aus USA, aber das ist keine Army-Karte. Die Amis haben, wenn sie ihre topografische Karten zeichnen, einen ganz anderen Stil. Und ich habe gedacht, also wenn schon, gibt es doch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dieser Karte von Mount Everest und die Schweizer Landeskarten. Vom Stil her. Aber wie kann das sein? Das kam aus USA. Dann habe ich aber den Begleitartikel in der Zeitschrift gelesen. Und ich habe gelesen, dass die Amis die Satelliteninformation für die Karte geliefert haben. Das sind sie super. Sie haben auch den teuren Glanzdruck finanziert. Das sind sie super, super. Aber sie haben für Amis eine bemerkenswerte Bescheidenheit an den Tag gelegt, als sie es nicht selber zeichneten, sondern sie haben den Informationen nach Bern in der Schweiz geliefert und den Schweizer gebeten, zumal sie geübt sind, in Gebirgskarten die Karte zu zeichnen. Am selben Institut. Warum sind sie so ähnlich? Weil dieselbe Kartografen mit ihrem Stil daran gearbeitet haben. Also, wie können wir Ähnlichkeiten interpretieren? Ähnlichkeiten können für die gleiche Herkunft sprechen, wie bei meinen Kindern, die sind auch ähnlich. Aber Ähnlichkeit kann
der Handschrift des gleichen Schöpfers sein. Selber Architekt, selber Ingenieur. Die haben halt ihren Stil. Und ich meine, warum sind die Hände von Affen und Menschen so ähnlich? Was ist eine Hand? Es ist ein Greifinstrument. Der Mensch greift mit seiner Hand, der Aff greift mit seiner Hand. Beide müssen Bananen öffnen können. Warum sollten sie nicht eine gewisse Ähnlichkeit haben? Aber der Aff klettert mehr als der Mensch, und so hat er in der Regel einen beweglichen großen Zeh und der Mensch eben nicht. Also Ähnlichkeiten bei ähnlichen Funktionen, Unterschiede bei unterschiedlichen Funktionen zurückzuführen auf einem intelligenten Design. Es gibt aber überhaupt Ähnlichkeiten bei allen Lebewesen mit einem Wirbel. Egal, ob wir mit der Hand eines Menschen zu tun haben, mit der Fuß von einem Krokodil, mit der Flosse von einem Walfisch, mit der Flügel von einem Fledermaus, wo die Knochen verlängert sind, damit die Haut dazwischen gespannt sein wird, oder verkürzt, damit die Knochen nicht im Wege kommen bei einem Vogel, oder kräftig bei einem Maulwurf, oder zusammengewachsen wie bei einem Pferd oder Zebra. Wir haben immer denselben Grundbauplan, egal ob es eine Rennmaschine ist, ein Bagger, ein Flugzeug, ein Gleitflugzeug, ein Unterseeboot, ist immer derselbe Bauplan. Wie können wir das interpretieren? Geo, sehr schöne Zeitschrift, aber total evolutionistisch geprägt, sieht es so, ob Fledermaus-Skelett oder Skelett eines Menschen, die Evolution meistert mit wenigen Bauplänen alle Probleme. Das habe ich früher auch geglaubt, weil ich nichts anderes gelernt habe. Aber irgendwann mal bin ich ins Nachdenken gekommen. Ich habe gedacht, wenn ich ein Meisterwerk sehe, dann frage ich, wer war der Meister? Wenn ich Baupläne sehe, dann frage ich, wer war der Ingenieur? Man bräuchte eigentlich hier nur ein Wort zu ändern. Ob Fledermaus-Skelett oder Skelett eines Menschen, der Planer meistert mit wenigen Bauplänen alle Probleme. Das ist aber ein super Bauplan. Bagger und das Seeboot und so, alles dasselbe Bauplan. Und überhaupt der genetische Code des Menschen, 4 Buchstaben und eine Dichte von Informationen, unglaublich. Ich möchte das Wort nochmals ändern. Ob Fledermaus-Skelett oder Skelett eines Menschen, der Schöpfer meistert. Gott, nicht Gott, wie ich ihn vorstelle, sondern Gott, wie er sich selbst offenbart für uns in der Bibel. Dieser Gott meistert mit wenigen Bauplänen alle Probleme. Und da komme ich ins Anbeten, muss ich schon sagen. Wie viel Zeit, ist meine Zeit abgelaufen? Sie ist abgelaufen, okay, sie ist abgelaufen, gut, dann lasse ich den wichtigsten Teil weg. Das war's, herzlichen Dank.